Hey, was geht ab? Ich bin's wieder, dein Big Boy Debelinski und wir sind hier im Clubroom und ich zeige dir heute nützliches Material für deine Produktion. Let's go, kommen wir mit. So, hier im Eck haben wir die sogenannten Yellow Jackets. Das sind Kabelbrücken. Wenn ihr irgendwo Kabel durchverlegt, wo Leute nachher drüber laufen müssen, dann könnt ihr die Kabel dort rein tun, dann sind die sicher. Dann haben wir hier auf der rechten Seite normalerweise unser Production Rack. Da wir aber gerade Revision machen, steht das jetzt etwas weiter vorne. Das sieht so aus. Wenn ihr wissen wollt, was da alles drin ist und für was ihr das alles braucht, dann könnt ihr das separate Video zum Production Rack schauen. Weiter geht's hier oben mit einem Mackie Analog Mischer, der S16 Digital Stagebox für euer X32 Mischpult und da hätten wir auch noch Laptop-Ständer für DJs. Dann hier unten im Schrank haben wir das ganze Material, das ihr eigentlich braucht für eure DJs, sowie CDJs, DJ-Mixer, Plattenspieler, und Aktivböchse für die Monitore von eurem DJ. Und da haben wir noch 12 Kanal XLR Stageboxen. Die Kabel dazu sind auf der Bühne, die zeige ich euch dann nachher schnell. Dann haben wir hier an der Wand XLR Kabel in verschiedenen Längen. Das geht von Rot über Blau, Gelb bis zu Grün, ist das kürzeste. Und zwei verschiedene Längen an Stromkabel plus noch für den europäischen Stecker. Und Gerätestecker in der roten Fabrik, der sogenannte Nasenbär. Dann haben wir hier Prozessor und X32 Mischpult. Dazu findet ihr alles separate Videos. Und da haben wir den Stromkasten. Da sind normalerweise alle Sicherungen drin. Und die letzte, die farblich markiert ist, mit dem schaltet ihr alles ein. Und wenn ihr fertig sind und die Party vorbei ist, schaltet ihr mit dem alles aus. Gut, dann lasst uns mal schauen, was es alles auf der Bühne hat. Da sind wir ja schon. Da hinten im Ecke haben wir das Boxenstativ für die Aktivmonitore fürs DJ-Monitoring. Und wenn wir hier weitergehen, haben wir rechts an der Wand ganz viele verschiedene Kabel. Das ist beim DJ-Aufbau besonders nützlich. Das hat einmal einen Strom und viermal XLR. Das langt beim DJ-Mixer fürs Links-Rechts und fürs Monitoring, falls ihr das irgendwie einer gerade wollt, aufs Pult schlaufen oder so. Dann haben wir da verschiedene Peitschen, unter anderem auch die für 12er-Böchsli, die ich euch vorher gezeigt habe. Es geht weiter mit Peitschen und wir kommen zu den Speak-On-Kabeln. Die sind zum Lautsprecher anschliessen, wenn wir passive Lautsprecher haben. Auch da haben wir wieder die verschiedenen Längen über Grün, Blau, Rot und Gelb, wenn ihr es ganz lang braucht. Und da hinten im Ecke, das ist noch wichtig, da habt ihr die Ethernet-Kabel mit dem Ethercon-Stecker. Wenn ihr zum Beispiel die S16 Digital Stagebox mit dem X32 verbinden wollt, dann findet ihr da so kurze Kabel für das. Und jetzt schauen wir noch, was wir auf der anderen Seite haben. Da haben wir noch Sachen wie Keyboard-Ständer oder so Kästchen, falls ihr etwas erhöhen müsst. Und ganz wichtig, Stromschienen. Wir haben einmal die Schweizer Stromschiene, wo eine Schweizer Dose drin hat und einen Schweizer Stecker dran, ganz normal. Und dann haben wir die sogenannte Schuko-Stromschiene für den europäischen Raum, wo wir einmal oben mit einem Schuko-Stecker haben. Und da unten haben wir die gleiche Stromschiene, aber mit einem Schweizer Stecker, falls ihr so eine Schweizer Dose einstecken müsst. Das wäre das nützliche Material auf der Bühne.